Weise, oder? Ja, herzlich willkommen. Die meisten sind mir ohnehin bekannt, ein paar alte Gesichter sozusagen, die auch wieder da, schon länger nicht gesehen. Ja, ich möchte heute ein bisschen was über urheberrechtliche Aspekte von Forschung und Lehre im digitalen Raum erzählen. Also ganz konkret eigentlich über das österreichische Urheberrecht und wie es sich gerade, wenn es um die Zurverfügungstellung geht, dazu später noch mehr, in Forschung und Lehre sozusagen widerspiegelt. Anlass ist im Prinzip, dass es im Oktober 2015 eine Urheberrechtsnovelle gegeben hat, die einiges gebessert hat, den Großteil davon zum Guten, wie wir feststellen werden, bei weitem aber noch nicht alles geändert hat. Aber das schauen wir uns einfach im Detail an. Ich beginne mit einem Zitat von Rainer Kuhl. Rainer Kuhl ist ein Informationswissenschaftler, der auch schon das eine oder andere Mal in Graz war, aus Deutschland, und der einer der federführenden Lobbyisten ist, war, sozusagen, wenn man das so möchte, für die deutsche Urheberrechtsnovelle, die der österreichischen nur einige Jahre voranging. Und er hat in seinen ganzen Schriften eigentlich immer schon postuliert, die Möglichkeit, urheberrechtlich geschützte Materialien zur Veranschaulichung im Unterricht und für wissenschaftliche Forschung in Form einer öffentlichen Wiedergabe nutzen zu dürfen, ist an sich natürlich eine Selbstverständlichkeit. Die meisten von uns würden da natürlich sofort zustimmen. Wir alle sind grundsätzlich natürlich Benutzer, aber auch Urheber. Aber in diesem ganzen Kontext der freien Wissensgesellschaft bzw. der freien Forschung bewegen wir uns natürlich immer wieder im Bestreben, Material von anderen Kolleginnen und Kollegen benutzen zu dürfen. Die ganze Misere beginnt im Prinzip bereits mit den Menschenrechten. Es ist immer schön, wenn ein Problem mit den Menschenrechten beginnt. Im Artikel 27 heißt so schön, jeder hat das Recht am kulturellen Leben der Gemeinschaft, frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Jeder hat das Recht, frei teilzunehmen und teilzuhaben am wissenschaftlichen Fortschritt. Damit sollte dann ja auch alles schon erledigt sein. Damit ist alles gesagt und alles ist fein. Wir dürfen also alles verwenden, was wir sozusagen in der Forschung so für den wissenschaftlichen Fortschritt verwenden. Unglücklicherweise hat dieser Artikel einen zweiten Paragraphen und in dem steht, dass jeder das Recht hat, auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. Und genau dieser Zwiespalt zwischen dieser Zwiespalt zwischen Urhebern und Benutzern, Urheberinnen und Benutzerinnen, ist eigentlich der Zwiespalt, in dem wir uns bewegen. Auf der einen Seite sind wir eben Urheber. Als Urheber sind wir an einem gerechten Ausgleich interessiert zwischen unseren Interessen und den Interessen der Gesellschaft. Auf der anderen Seite sind wir Benutzer, wollen die Freiheit der Wissenschaft für uns in Anspruch nehmen und wollen natürlich mit dem Material arbeiten, das von anderen auch produziert worden ist. Beginnen wir mal mit Begrifflichkeiten, da Begrifflichkeiten wie immer in juristischen Texten sehr relevant sind. Worüber reden wir, wenn wir uns auf diese Erklärung beziehen, Errungenschaften und so weiter? Der Begriff dafür ist üblicherweise das Werk. Paragraph 1 Urheberrechtsgesetz beschreibt das Werk als eigentümliche geistige Schöpfung auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst. Zwei Dinge sind auffällig daran. Also zum einen die Definition eigentümliche geistige Schöpfung, dazu gleich noch mehr. Zum zweiten, dass im österreichischen Urheberrecht, das ist nicht überall so, aber im österreichischen ist das ganz spezifisch so, vier Werkskategorien definiert sind. Literatur, Tonkunst, bildende Künste und Filmkunst. Und alles, was einem so an Werken einfällt, wird in diese vier Formen gepresst. Das bringt mitunter ganz interessante Nebeneffekte mit sich. Ich zeige gleich ein Beispiel dazu. Ebenso wichtig, ein Werk genießt als Ganzes und in seinen Teilen urheberrechtlichen Schutz. Also nicht nur ein Gesamtwerk. Der Link darunter ist die geltende Fassung des Urheberrechtsgesetzes derzeit. Ist frei verfügbar. Die Folien werden dann auch frei verfügbar, natürlich auf unserer Website.
Seite. Sie können das dann dort natürlich auch alles nachlesen. Was ist also eine eigentümliche geistige Schöpfung? Die ganzen Anführungszeichen stammen vom OGH, also vom Obersten Gerichtshof von Österreich, der in seinen Urteilsbegründungen diese Definitionen abgegeben hat. Eigentümlich heißt, es muss individuell sein. Die Persönlichkeit des Schöpfers muss durchscheinen. Geistig, der Schöpfer muss sich etwas dabei gedacht haben. Grundsätzlich einmal nicht schlecht. Und Schöpfung heißt, nicht der Gedanke selbst ist zu schützen, sondern der formgewordene Gedanke. Also etwas, das geschaffen wird. Irgendein physischer Ausdruck davon. Ein Beispiel dafür, um es sozusagen relativ schnell und klar darzustellen, worum es geht. Wenn ich, ich habe jetzt tatsächlich mein Telefon nicht mitnehmen kann, ich hätte eine Kamera bei mir, würde diese Kamera hier auf den Tisch legen, mit Ihnen reden, dabei herumfuchteln, dann werfe ich meine Kamera nach unten, die Kamera schlägt am Boden auf und es löst sich ein Bild. Ja? Ist das dann ein Werk? Schmähfrage, also rhetorische Frage, klar, ist es nicht. Es ist nämlich zwar eine Schöpfung, die Schöpfung steht in dem Moment, wo der Auslöser gedrückt wird, aber es ist weder, naja, eigentümlich mag es sogar sein, aber meine Persönlichkeit scheint nicht durch und vor allem, ich habe mir nichts dabei gedacht, meine Kamera auf den Boden zu werfen. Etwas anderes ist, wenn ich im Rahmen dieses Vortrags die Kamera nehme, Ihnen ankündige, genau das jetzt zu tun. Ich werfe jetzt meine Kamera auf den Boden und schaue, was passiert und was dabei für eine Schöpfung entsteht. Und ich schmeiße die Kamera runter und es entsteht ein Bild, dann ist es ein Werk. Dann ist es nämlich eigentümlich und geistig. Da habe ich auch vorher was dabei gedacht. Ja? So viel zu diesem Unterschied. Auch etwas, das man häufig irgendwie hört, dass es immer um Kunstwerke geht. Oder dass das Urheberrecht immer Künstler angeht. Also vor allem, wenn Politiker über das Urheberrecht reden, wird immer von Künstlern gesprochen und dass die Künstler geschützt werden müssen. Um die Künstler geht es nicht. Ja? Es geht um Werke und Urheber und nicht um Kunstwerke. Nicht jedes Kunstwerk ist ein Werk und schon gar nicht jedes Werk ist ein Kunstwerk. Wiederum ein schönes Beispiel dafür. John Cage, 433. Wie vielen von Ihnen ein Begriff? John Cage, 433, ich kann es Ihnen jetzt vorspielen, aber das würde den Rahmen etwas sprengen, ist ein konzertant aufgeführtes Stück, in dem 4 Minuten 33 genau kein Ton zu hören ist. 4 Minuten 33 Stille. Ja? Was das somit ist, ist jedenfalls eigentümlich. Auf alle Fälle, ja? Nicht viele Komponisten würden auf diese Idee kommen. Definitiv hatte er eine Idee dabei. Das heißt, geistig ist es auch. Was es aber nicht ist, ist eine Schöpfung. Weil Stille keine stoffliche Form hat. Und das wiederum ist total günstig, weil nämlich sonst jetzt bereits eine Urheberrechtsverletzung passiert wäre. Weil ein Werk als Ganzes und in seinen Teilen geschützt ist. Ergo wären auch 4 Sekunden Stille, wenn 4 Minuten 33 Stille als Werk geschützt sein können, eine Urheberrechtsverletzung. Ergo, nicht jedes Kunstwerk ist ein Werk, schon gar nicht jedes Werk ist ein Kunstwerk. Zu den Werkskategorien, um eben so ein bisschen zu zeigen, wie sehr der Gesetzgeber sich da Mühe macht, Dinge passend zu machen, die vorher nicht passen. Werke der Literatur beinhalten zum Beispiel Computerprogramme. Macht natürlich irgendwie Sinn, Code ist Sprache. Ja? Nichtsdestotrotz, etwas, das erst sehr viel später natürlich gekommen ist, weil, keine Ahnung, in den 70er Jahren hat man sich dieses Problem noch nicht gestellt. Ja? Ebenso Werke der Literatur und nicht Werke der bildenden Künste sind Werke wissenschaftlicher oder belehrender Art, die in bildlichen Darstellungen bestehen, also Diagramme beispielsweise, das klassische Tortendiagramm, ja? Graphen etc. Das sind üblicherweise gelten die als Werke der Literatur, nicht als Werke der bildenden Künste. Ist sozusagen von dem, was an Schutz dran hängt, eh irrelevant, aber man sollte sich trotzdem einmal in Erinnerung rufen. Was ebenfalls zum Beispiel ein Werk der Literatur ist, ist ein pantomimisches Stück. Ähnliches Problem wie bei John Cage. Eigentlich ohne Sprache, also es ist eigentlich kein Sprachwerk, ein pantomimisches Stück. Man geht allerdings davon aus, dass es so etwas wie ein Skript dazu gibt. Auch für ein pantomimisches Stück. Ja. Und dadurch wird ein pantomimisches Stück als Werk der Literatur zum Beispiel geschützt.
Ebenso geschützt sind Sammelwerke. Da gibt es nur ein Missverständnis, das oft aufkommt, nämlich ein Sammelwerk ist als Sammlung geschützt. Die einzelnen Dinge, die sich in dieser Sammlung befinden, sind davon aber unberührt. Ein Beispiel, zum Beispiel Shakespeare. Wir haben jetzt gerade das Shakespeare-Jahr, das heißt, es gibt so nette Sammlungen ohne Ende. Wenn Sie zum Beispiel auf die Idee kommen, ich würde jetzt da gerne Shakespeare-Sammlungen auf den Markt bringen, dann können Sie das schon einmal relativ leicht tun. Shakespeare ist nämlich schon sehr lange tot. Das heißt, seine Sonette sind längst gemeinfrei. Sie dürfen also damit grundsätzlich einmal tun, was auch immer Sie Lust haben, und stellen dann eine Sammlung zusammen. Zum Beispiel, indem Sie sagen, mein Sammlungskriterium ist, dass in jedem dieser Sonette das Wort Gänseblümchen vorkommen muss. Die Frage, wie viel es da gibt, aber gut, ne? Dandelion, gar nicht einmal so wenig wahrscheinlich. Dadurch haben Sie eine eigentümliche geistige Schöpfung erstellt, indem Sie nämlich sich überlegt haben, nach welchen Gesichtspunkten Sie eine Sammlung gestalten. Und diese Auswahl, diese Sammlung, können Sie sich urheberrechtlich schützen lassen. Das bedeutet nicht, dass Sie damit automatisch die Rechte an allen Einzelteilen dieser Sammlung haben. Ist natürlich bei aktuelleren Schriftstellern viel schwieriger. Da stellt sich die Frage, also H.C. Artmann zum Beispiel, ja, ist noch nicht 70 Jahre tot. Wie schaut es mit den Rechten an einer H.C. Artmann-Sammlung aus? Das heißt, ich muss zuerst einmal die Rechte erwerben an den Einzelteilen und dann kann ich mir die Sammlung schützen lassen als meine Zusammenstellung. Damit sind wir auch schon bei den Schutzfristen, weil wir jetzt vorher gehört haben, gemeinfrei oder Shakespeare und ähnliches. Schutzfristen, Werke sind 70 Jahre geschützt. Und zwar 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, üblicherweise, oder 70 Jahre nach ihrer Schaffung, / Veröffentlichung, wenn es sich um verwaiste Werke handelt. Verwaiste Werke sind ein eigenes Thema, das sozusagen jetzt gerade für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen häufig von Belang ist, das aber den Rahmen von hier sprengen würde, deswegen gibt es das im Anhang. Sie können es also bei den Folien nachlesen, was man mit verwaisten Werken mittlerweile tun darf. Auch die sind nämlich erstmals im Oktober 2015 in das österreichische Urheberrecht aufgenommen worden. Verwaiste Werke, also jene Werke, deren Autor nicht bestimmbar ist. Ja. Das Jahr, in dem die Frist zu laufen beginnt, wird nicht mitgezählt. Das bringt unter anderem mit sich, dass das Tagebuch der Anne Frank beispielsweise jetzt gemeinfrei ist oder natürlich auch Mein Kampf. Ja. Was ist denn der Urheber eigentlich? Ich möchte darauf hinweisen, dass die Genderungen alle von mir stammen, das Gesetz gendert nämlich nicht. Und da, wo ich das Gesetz zitiere, gendere ich auch nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Urheber eines Werkes ist, wer es geschaffen hat. Soweit so einfach. Das bringt uns gleich mal zu einem wichtigen Punkt, nämlich Sprachunschärfen. Wir reden üblicherweise vom Copyright. Das haben wir nicht. Wir haben kein Copyright, wir haben ein Urheberrecht. Copyright stammt nämlich aus dem Common Law-System, also aus dem britischen bzw. angloamerikanischen Rechtssystem, das völlig anders aufgebaut ist und in dem es das Recht der Gesellschaft gibt, etwas zu nutzen. Fair Use hat man auch immer wieder schon mal gehört. Dort, utilitaristisches System, herrscht ein Copyright, das Recht zu kopieren, während im kontinentalen Rechtssystem gibt es das Droit d'auteur, also das Autorenrecht, das Urheberrecht, das Recht des Urhebers, das stärker ist als der Anspruch der Gesellschaft. Diese Unterscheidung ist also wichtig zu machen. Deswegen eben, wenn wir von Urheberrecht reden, reden wir nicht von Copyright, sondern von Author's Rights. Ja? Was sind die Rechte der Urheberinnen? Die kommen in zwei Gestalten. Zum einen haben sie Persönlichkeitsrechte. Das gilt also für sie, wenn sie einen Text produzieren beispielsweise. Ja? Für jede und jeden. Schutz der Urheberschaft. Sie sind also derjenige, der als Autor zu nennen ist oder als Urheber zu nennen ist. Die Urheberbezeichnung ist die Bezeichnung für das Werk, das der Urheber vergibt, also die Betitelung. Und der Werkschutz heißt, dass das Werk nicht verfälscht oder verändert werden darf ohne ihre Zustimmung. Dieses Set an Persönlichkeitsrechten, bringt uns wieder ganz kurz zurück zum Copyright und Author's Right, ist etwas, das es in diesem angloamerikanischen System zum Beispiel nicht gibt. Deswegen kann der Amerikaner, der etwas schreibt, auch auf seine Urheberschaft verzichten. Weil seine Persönlichkeit, also die Rechte, die an seiner natürlichen Person hängen, nicht relevant sind. Bei uns ist es anders. Auf diese Rechte können Sie nicht verzichten, selbst wenn Sie das wollen.
Das heißt, sie haben immer das Persönlichkeitsrecht, Schutz der Urheberschaft, Urheberbezeichnung und Werkschutz. Auf das können sie nicht verzichten. Auf der anderen Seite gibt es die wirtschaftlichen Rechte, also Verwertungsrechte. Die sind natürlich übertragbar. Es gibt folgende Verwertungsformen, dann also ganze Schnorsen, die sind soweit so selbst erklärend. Für uns relevant, gerade im Kontext Internetpublikation zum Beispiel, ist in erster Linie die Vervielfältigung, weil im Prinzip alles, was wir machen, müssen wir zuerst vervielfältigen, und die zur Verfügungstellung. Ein furchtbares Wort, ist aber so definiert, und das bitte gleich mal vormerken. Die zur Verfügungstellung ist elektronisch, die Verbreitung ist physisch. Ja, wenn Sie also zum Beispiel einen Flyer austeilen, verbreiten Sie ihn, wenn Sie ihn aufs Netz hochladen und anderen Leuten zur Verfügung stellen, ist das allerdings dieser Tatbestand hier und nicht der obige. Ja, so zum Unterschied zwischen Verbreitung und zur Verfügung stellen. An diesen Rechten, also an diesen Verwertungsrechten, können Sie als Urheber oder Urheberin Werknutzungsbewilligungen oder Werknutzungsrechte einräumen. Der Unterschied ist, die Werknutzungsbewilligung gestattet Nutzung von einem bestimmten Verwertungsrecht an einen bestimmten Benutzer. Das Werknutzungsrecht hingegen ist exklusiv. Wo kommt uns das am häufigsten unter? Zum Beispiel bei Verlagsvertragen. Ja? Üblicherweise, wenn man einen Artikel bei einem Verlag zum Beispiel abgibt, noch mehr, wenn es eine Monographie ist, dann will dieser Verlag das Exklusivrecht haben. Was bringt das mit sich? Das bringt mit sich, dass auch Sie selbst dadurch auf Ihre Verwertungsrechte verzichten. Das heißt, alle diese Rechte übertragen Sie dann dem Verlag und verzichten selber darauf. Ja? Demnach also sehr wichtig zu wissen, ob man jemandem eine Werknutzungsbewilligung gibt oder ein Werknutzungsrecht. Ja? Bei Dienst- und Ausbildungsverträgen ist es ähnlich. An der Universität Graz haben wir das Glück, dass wir nicht dazu gezwungen sind, automatisch unsere Verwertungsrechte weiterzugeben. An der FH beispielsweise ist es so. Also FH Joanneum hat in ihren Ausbildungsverträgen zum Beispiel drinnen, dass Studierende die Verwertungsrechte für alle Produkte, die sie während ihres Studiums erstellen, an die FH weitergeben. Ist bei uns nicht üblich. Eine schöne Ausnahme von diesem Werknutzungsrecht, das Sie möglicherweise einem Verlag gegeben haben, und damit sind wir auch schon mitten in unserem Forschungsalltag, ist das Zweitverwertungsrecht. Wenn Sie also Artikel schreiben, haben Sie seit Oktober 2015 tatsächlich ein Zweitverwertungsrecht darauf. Das war vorher nicht so, da konnte man einfach nichts tun damit. Mittlerweile ist eingeräumt, dass man unter sehr spezifischen Umständen ein Zweitveröffentlichungsrecht hat an periodischen Publikationen, wenn man so möchte, Artikeln für eine periodische Publikation. Deswegen ist es hier auch farblich herausgehoben, ich lese es nur kurz einmal durch. Wenn Sie also einen wissenschaftlichen Beitrag schreiben, also der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, muss Angehöriger des wissenschaftlichen Personals sein, damit fangen wir mal an. Ja? Das heißt, wenn ich einen Artikel schreibe, bringt mir das einmal schon mal gar nichts fürs Zweitverwertungsrecht, ich habe nämlich einen allgemeinen Dienstvertrag. Ja? Man muss also Angehöriger des wissenschaftlichen Personals sein, gut, kein Problem. Ja? Wäre es allerdings ein sozusagen eben drittmittelfinanziertes, also ausschließlich extern finanziertes oder privat finanziertes Forschungsunternehmen, schaut es ganz anders aus. Ja? Dann ist mit der Zweitveröffentlichung schon wieder Schluss. Hinzu kommt, dass das Journal, in dem Sie publizieren, mindestens zweimal jährlich erscheinen muss. Damit fallen auch schon mal relativ viele raus. Ja? Also es gibt genug Journals, die nur einmal im Jahr erscheinen oder sogar nur einmal alle zwei Jahre erscheinen. Ja? Aber nehmen wir jetzt mal an, dass Sie all diese Kriterien erfüllen. Ja? Dann können Sie auch, wenn Sie einem Verleger oder Herausgeber ein Werknutzungsrecht, also ein exklusives Recht eingeräumt haben, den Beitrag nach Ablauf von 12 Monaten veröffentlichen, beziehungsweise öffentlich zugänglich machen, also online stellen, der einfache Fall, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Also zum Beispiel an der UB gibt es beispielsweise hier in Graz das Unipub als Publikationsplattform, Open Access Publikationsplattform, dort könnten Sie das hinstellen, nach Ablauf von 12 Monaten. Ja? Soweit klar.
bei Rückfragen oder ähnlichem unterbrechen. Ja. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo das erschienen ist, also ob es ein amerikanisches Journal ist oder ob es ein Schweizer Journal ist. Das ist an sich ganz, ganz irrelevant. Mhm. Das richtet sich nach dem Herkunftsland sozusagen des Autors in dem Sinn. Okay. Ich hätte noch eine Frage. Und wie schaut es denn mit den Beiträgen in Tagungsbänden aus? Es ist eine Sammlung, ja. Aber es ist ein Beitrag. Ja, also wenn das ein Tagungsband ist, der periodisch mindestens zweimal jährlich erscheint, dann wird uns das einmal nichts sozusagen. Ja. Also die Frage ist, ob man von dem, also unter welchen Umständen der Tagungsband seine Artikel sammelt. Wenn der Herausgeber des Tagungsbandes von vornherein ein Werknutzungsrecht haben möchte und man gibt ihm den Artikel, dann ist der Artikel weg. Das ist genau das Problem. Das heißt, man muss vorher genau schauen, was man, unter welchen Umständen man seine Werke weitergibt. Es kann eben sein, dass man selber darauf danach keinen Zugriff mehr hat. Das Artikel im Internet publizieren und weltweit zugänglich machen, dann gilt das für den österreichischen Verwertungskontext sozusagen. Wäre es nicht denkbar, dass dann der Verlag theoretisch mich klagt, nämlich in seinem Ursprungsland? Das ist insofern, also da kann ein Verlag insofern egal sein. Beim Urheberrecht schaut es so aus, dass das Urheberrecht immer, also das Recht jenes Landes wird herangezogen, in dem eine Verletzungshandlung stattfindet. Das heißt, relevant ist sozusagen nicht, wo der Server steht oder sonst irgendwas, sondern relevant ist, wo die Verletzungshandlung gesetzt wird. Wenn ich also dann sozusagen in Österreich auf Downloaden klicke, ist die Frage, ob ich das Recht dazu habe. Unter diesen Umständen sozusagen, wenn das dann standhält, wäre das kein Problem, ganz egal, wo der Verlag sitzt. Es mag sein, dass ich sozusagen natürlich in den USA bereits viel früher was runterladen darf, das ich in Österreich nicht runterladen darf, etc. etc. Das ist sozusagen das Grundproblem, dass das Urheberrecht ein Territorialrecht ist, das heißt, es endet an den Grenzen des Landes, in dem es angewandt wird. Und es zählt immer jenes Land, in dem die Verwertungshandlung sozusagen stattfindet. Rechtsprinzip hinter dem Urheber. Anders als beim E-Commerce zum Beispiel, da ist also immer das Herkunftsland. Und würde das nicht bedeuten, wenn dann zum Beispiel ein Amerikaner auf diese Website klickt, dass er unter Umständen eine strafbare Handlung begehen könnte? Oder? Kann sein, ja. Also kann für den Amerikaner sein, ist allerdings insofern unwahrscheinlich sozusagen, weil wenn ich das Recht habe, es zur Verfügung zu stellen, das Recht, etwas, das frei zur Verfügung steht, zu nutzen, hat jeder, ne, sozusagen. Die Frage ist nur, ob ich es frei zur Verfügung stelle. Ja. Ja, zu den Verwertungsrechten, Vervielfältigungsrecht, das ist nur sozusagen zum Nachlesen, ist also das Kopieren in welcher Form auch immer. Ja. Relevant ist, ein Download ist eine digitale Vervielfältigung. Wenn Sie irgendwo auf Download klicken, vervielfältigen Sie das, was da ist. Das heißt, es ist ein Vervielfältigungsrecht, das Sie sich sozusagen holen. Relevant ist immer, der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk wie auch immer zu vervielfältigen. Das kann man sich sozusagen einmal speichern. Das gleiche gilt für das Zurverfügungstellungsrecht. Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk der Öffentlichkeit drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise zur Verfügung zu stellen und so weiter und so fort. Was das im Wesentlichen heißt, ist, der Upload ist eine zur Verfügungstellung. Download, Upload. Das sind diese beiden Verwertungsrechte. Ja, und mit denen haben wir immer zu tun. Glücklicherweise hat der Autor, Urheber eben nicht das ausschließliche Recht. Grundsätzlich hat er das zwar, aber der Gesetzgeber sieht bestimmte freie Lizenzen vor. Ja, Lizenzen, die der Gesetzgeber von vornherein schon einmal hineinschreibt ins Gesetz, also freie Werknutzung. Solche freien Werknutzungen gibt es in mehreren Kategorien. Die sind alle in den Paragraphen 41 folgende sozusagen nachzulesen. Deswegen gehe ich da nicht zu sehr ins Detail, sondern es geht eher darum, welche Formen es gibt sozusagen. Zum einen flüchtige und begleitende Vervielfältigungen. Also Vervielfältigungen, die im Rahmen eines technischen Vorgangs passieren. Wie zum Beispiel Caching und Streaming ist gestattet. Ja? Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch, zu Zwecken der Forschung und zur Verfolgung kommerzieller Zwecke ist in Ordnung.
Das heißt zum Beispiel, Sie dürfen urheberrechtlich geschütztes Material, grundsätzlich einmal, herunterladen und für Ihre eigene Forschung verwenden. Ja? So weit, so einfach. Solange es nicht kommerzielle Zwecke hat. Wenn Sie danach dann ein Buch veröffentlichen, basierend auf der Forschung, die Sie vorher heruntergeladen haben, dann haben wir ein Problem, weil dann sind es nicht mehr nicht kommerzielle Zwecke. Ja? Game of Thrones. Ja? Ich werde verklagt, weil ich Game of Thrones runtergeladen habe. Mhm. Ich schreibe einen Artikel drüber. Bin nicht ja, das ist eine interessante Frage. Tatsächlich sozusagen nein, es sei denn, Sie haben es, also wenn Sie es runtergeladen haben, haben Sie ein Problem, aber dazu kommen wir gleich. Es gibt einen Zusatzparagrafen, der das leider alles ein bisschen einschränkt, der auch erst seit Oktober da ist. Kommen wir gleich dazu. Vervielfältigung zum privaten Gebrauch, weder für mittelbare noch unmittelbare kommerzielle Zwecke. Das heißt zum Beispiel auch schon, als Wissenschaftler, der an einer Universität angestellt ist, hat man damit schon verloren. Das ist dann nämlich bereits ein mittelbarer kommerzieller Zweck, weil sie nämlich ihr Geld damit verdienen, Wissenschaftler zu sein. Das heißt, schon mal schlecht. Privater Gebrauch gestattet allerdings ein bisschen mehr als eigener Gebrauch, der Unterschied kommt. In unserem Zusammenhang gibt es insbesondere die Vervielfältigung zum eigenen Schul- und Unterrichtsgebrauch, Zitate ist eine eigene Form davon, und die öffentliche Zurverfügungstellung für Unterricht und Lehre. Das ist also das, was sozusagen jetzt wirklich die für uns unmittelbar zugeschnittenen Rechte sind. Die schauen wir uns jetzt gerne mal an. Zu den Definitionen, eigener Gebrauch betrifft immer die Person selber. Ja, so weit, so einfach. Privater Gebrauch betrifft die Person und einen engen Kreis. Relevant ist nicht die Größe dieses Kreises, und es geht jetzt auch nicht wirklich darum, dass das unbedingt Familienangehörige oder sonst was sein müssen, sondern es geht darum, dass alle Personen, die in diesem Kreis sind, zueinander eine persönliche Beziehung haben. Da gibt es dann so Faustregeln, von wegen, wenn man die Adresse und das Geburtsdatum von allen kennt und so, aber das, sozusagen, das sind jetzt nur irgendwelche Workarounds natürlich. Relevant ist aber, es geht nicht um irgendwelche familiären Beziehungen oder sonst irgendwas. Das Relevante ist, dass alle Personen, die in einem solchen Kreis sind, zueinander eine enge Beziehung aufweisen. Es reicht nicht, wenn sie der einzige gemeinsame Nenner sind, beispielsweise. Man könnte also attestieren, möglicherweise, dass in einem Privatissimum, wo lauter Studierende Lehrende drinnen sitzen, die sich seit 7 oder 8 Jahren kennen, ein privater Gebrauch bereits konstituiert ist. Ich würde damit nicht vor Gericht gehen, sagen wir mal so, aber grundsätzlich könnte man das behaupten. Alles, was nämlich nicht eigen und privat ist, ist automatisch öffentlich. Das heißt, eine Lehrveranstaltung mit 5 Personen ist öffentlich. Einfach, weil sie weder eigen noch privat ist und alles andere ist öffentlich. Und diese Öffentlichkeit lässt sich auch nicht einschränken, weder durch irgendwie, was weiß ich, Passwörter oder sonst irgendwas, sondern es ist immer ein öffentlicher Raum. Das heißt, auch jede Unterrichtseinheit, auch wenn es zum Beispiel ein Seminar ist und es eine Anwesenheit, also Anmeldepflicht gibt und ähnliches, ist öffentlich. Ja? Und damit sind wir jetzt bei dem Punkt mit dem Game of Thrones sozusagen. Bis Oktober 2015 war Österreich insofern eine Oase der Seligen, weil es den illegalen Download nicht gab. Ja? Die Rechtmäßigkeit der Quelle war in Österreich irrelevant, anders als bei unseren deutschen Nachbarn. Das heißt, man hatte das Recht, zu eigenem Gebrauch eine Kopie anzufertigen. Nur mittlerweile braucht man, also eine Vielfältigung zum eigenen und privaten Gebrauch ist nur mehr ist nicht zulässig, wenn hierfür eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Das heißt, wenn man auf Pirate Bay beispielsweise halt Game of Thrones findet, und das ist die Folge von Sonntag, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass HBO der Veröffentlichung zugestimmt hat, relativ gering. Ja? Das heißt, spätestens damit ist das eine rechtswidrige Kopie. Ja? Und das ist sozusagen ein Grundproblem, auch wenn Sie das Recht auf eine Kopie haben, auf eine Vervielfältigung, können Sie Ihr Recht nie auf einer Straftat begründen. Das ist das Problem mit Kopierschutz zum Beispiel. Ja, Sie haben das Recht von einer DVD beispielsweise oder einer CD, die Sie erworben haben, eine Kopie zu machen. Ja. Problem ist nur, wenn ein Kopierschutz auf dem Ding drauf ist, dann hindert es sich zwar dieser Kopierschutz daran, sich ihr Recht einzuholen. Damit Sie Ihr Recht aber geltend machen könnten, müssten Sie vorher den Kopierschutz umgeben und das wiederum wäre ein illegaler Akt und Ihr Recht kann sich nicht auf einen illegalen Akt begründen.
So, Tacheles sozusagen. Eine Zeit. Ja? Bitte. Vorhin war was Stream und Caching ja. ausgeschlossen. Ist das nach wie vor ausgeschlossen? Oder? In Österreich ja. Das zählt als flüchtige und begleitende Veröffentlichung. Das heißt, als etwas, das einfach nur im technischen Vorgang zwischengespeichert wird und wo aber keine dauerhafte Vervielfältigung passiert, sozusagen. Temporäre Vervielfältigung geht. Und die Herkunft des Files spielt dabei keine Rolle? Bei der temporären nicht, ne? Das ist wurscht. Also wenn ich das gleichzeitig bei Torrent streamen aber wie ist es mit dem Kopierschutz? Den hindert man ja dann eigentlich dran, mein Recht genau. Ist der auch nicht legal? Grundsätzlich ja, aber sozusagen da ist schlicht und ergreifend das Wissenschaft, also die wirtschaftliche Lobby einfach stärker. Das heißt, der Gesetzgeber sagt grundsätzlich, du hast das Recht, was zu kopieren. Das heißt, wenn eine Firma beispielsweise jetzt eben einen Kopierschutz auf ihren Medien anbringt, ist das zwar nicht nett von denen, aber es ist auch nicht verboten grundsätzlich. Also es ist jetzt nicht wirklich verboten, einen Kopierschutz zu machen, ja? Auch wenn der dein Recht beschneidet. Problem ist, wie gesagt, der Gesetzgeber sagt, grundsätzlich hast du das Recht zwar, aber du hast nicht das Recht, einen Kopierschutz zu brechen. Das wäre illegal, das wäre ganz böse. Und nachdem sozusagen du eine illegale Handlung setzen musst, damit du dein Recht einfordern kannst, geht das nicht. Ist unbefriedigend, aber ist ein Spezifikum sozusagen. Verwendung in der Lehre. Etwas, das uns wahrscheinlich häufig passiert, die Lehrveranstaltung enthalten. Sie möchten urheberrechtlich geschütztes Material, zum Beispiel einen Artikel aus einer Fachzeitschrift, auf einer Lehrplattform, zum Beispiel Moodle, für Studierende hochladen. Grundsätzlich haben wir schon gehört, der Urheber hat das ausschließliche Recht, bla. Ja? Privater und eigener Gebrauch ist das auch nicht. Flüchtig ist es schon gar nicht. Also grundsätzlich hätten wir da jetzt einmal ein Problem. Glücklicherweise gibt es immer schon diesen Paragraphen, nämlich Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen dürfen Vervielfältigungsstücke herstellen für bestimmte Schulklassen. Und zwar dürfen sie Vervielfältigungsstücke herstellen und verbreiten. Das ist schön, bringt uns aber in dem Kontext von Moodle zum Beispiel genau gar nichts. Das ist nämlich zur Verfügung stellen. Verbreiten ist, ich nehme einen Artikel, lege ihn auf den Kopierer und teile dann die Kopien aus. Das habe ich immer schon dürfen. Ja? Kein Problem. Ich darf sogar auf USB-Stick speichern und den USB-Stick austeilen. Geht auch. Ja? Zur Verfügung stellen ging zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dann kam glücklicherweise der Oktober 2015. Seitdem haben wir die öffentliche Zurverfügungstellung für Unterricht und Lehre. Die erlaubt uns, für die Lehre, also des Unterrichts bzw. der Lehre veröffentlichte Werke zur Veranschaulichung im Unterricht einem bestimmt abgegrenzten Kreis zur Verfügung zu stellen, wenn es nicht kommerziellen Zwecken dient. Das heißt, sowas wie eine Lehrplattform ist mittlerweile kein Problem mehr. Es muss ein bestimmt abgegrenzter Kreis sein, das heißt, Sie können es dann einfach auf irgendeine persönliche Homepage legen, die jetzt nicht irgendwie passwortgeschützt oder sonst was ist. In Moodle ist aber der bestimmt abgegrenzte Kreis durch die angemeldeten Lehrveranstaltungsteilnehmerinnen automatisch gegeben. Und genau dafür ist das natürlich auch gemacht worden. Entschuldigung, ist ein Moodle öffentlich oder nicht? Grundsätzlich ja, also grundsätzlich ist Moodle öffentlich, aber in dem Fall geht es darum, dass es einen bestimmt abgegrenzten Kreis geben muss und Moodle hat halt durch die Zugangskontrollen sozusagen dieses Nadelöhr, dass man dieser Einschränkung gerecht wird. Denn es geht ja, wie gesagt, darum, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das ist es noch immer. Also trotz dem Passwortschutz ist es noch immer öffentlich. Ja? Frage. Ja? Ich meine, wenn das vorher ein kommerzieller Zweck war, wenn ich irgendwas in meiner Wissenschaft verwende... Ein unmittelbarer. Aha, okay. In dem Fall geht es um unmittelbare kommerzielle Zwecke. Das heißt, wenn diese Lernplattform in einem privaten Lerninstitut zum Beispiel ist, ja, die dürfen das nicht. Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen impliziert öffentlichen Bildungssektor. Ja? Private Bildungseinrichtungen verfolgen kommerzielle Zwecke. Ja? Das ist genau der Knackpunkt sozusagen. Zweiter Knackpunkt ist, dieses gilt nicht für Werke, die zum Schul- und Unterrichtsgebrauch bestimmt sind. Schlecht. Außerdem steht dem Urheber ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu.
Das ist jetzt Gott sei Dank nicht weiter dramatisch, weil nicht jeder Lehrveranstaltungsleiter und jede Lehrveranstaltungsleiterin selber jetzt mit dem Urheber Kontakt aufnehmen muss, um eine Lizenz zu lösen, sondern das wird über die Verwertungsgesellschaften mit den Universitäten gemacht. Ja? Beziehungsweise mit dem Bildungsministerium eigentlich und mit dem Wissenschaftsministerium. Das heißt, darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen, denn diese angemessene Vergütung, die passiert sozusagen im Hintergrund, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Jetzt ist noch die Frage, ja, aber wie schaut es jetzt mit Schul- und Unterrichtsgebrauch aus? Es gibt einen Haufen Bücher, die wir verwenden, die Lehrbücher sind. Ja? Das hat bis jetzt noch kein Gerichtsurteil bestätigt, aber meine Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich Juristen sind und in dem Bereich publizieren, gehen mit mir konform. Es gibt einen Unterschied originellerweise zwischen Schul- und Unterrichtsgebrauch und Lehre. Es wird daraus ersichtlich, dass hier zum Beispiel steht, für Zwecke des Unterrichts bzw. der Lehre. Und das gleiche haben wir jetzt im Artikel da oben, nämlich A. Für Zwecke des Unterrichts bzw. der Lehre. Das heißt, der Gesetzgeber unterscheidet offenbar zwischen Unterricht in Schulen und sekundären Bildungseinrichtungen und Lehre in Universitäten. Und die Einschränkung für Schul- und Unterrichtsgebrauch gilt demnach nicht für universitäre Lehrbücher, also für tertiäre Bildungseinrichtungen. Hat eine in sich geschlossene Logik, weil nämlich das klassische Schulbuch in Österreich ja eine geförderte Publikation ist. Das heißt, Schulbücher sind per se schon einmal relativ billig in der Anschaffung für Schulen, weil sie gefördert werden und gestützt werden. Und genau darum geht es, dass diese Werke sozusagen dann nicht frei genutzt werden können. Bei einem wissenschaftlichen Lehrbuch ist das ja anders. Auch ein Lehrbuch draufsteht, aber das ist einfach eine ganz normal vertriebene wissenschaftliche Publikation möglich. Und unter diese anderen Bildungseinrichtungen fallen zum Beispiel so Vereine wie die Urania? Oder? Grundsätzlich ja, wobei Urania zum Beispiel wäre bereits wieder... Ja, mittlerweile, ja. Aber das wäre dann auch... Das sind üblicherweise kommerzielle Zwecke dann. Also da sozusagen die Ausnahme, zumindest vom Gesetzgeber intendiert, dann kann man Schlupflöcher suchen und so weiter, aber vom Gesetzgeber intendiert ist natürlich Universitäten, Schulen, PEDAX, also öffentliche Einrichtungen. Und Privatunis auch. Bitte? Privatunis, an denen man zahlt? Da fängt es an, knifflig werden. Grundsätzlich, die Donau-Uni würde sofort sagen, wir sind eine Universität. Auf der anderen Seite müsste man ausjudizieren. Ist die Frage, was die Gesetzesform ist sozusagen. Grundsätzlich ist es schwierig, ne, weil postuliert wird Universitäten. Die Donau-Uni zählt rechtlich sozusagen als Universität, kann sich also darauf berufen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir halt die nicht kommerziellen Zwecke, auf die sich die Donau-Uni eher schwer berufen kann. Nein, die Donau-Uni ist keine Private-Uni, sie finanziert sie nicht mehr. Ja. Aber sozusagen, eben, die Frage ist, sobald Studierende sozusagen eine nennenswerte Summe dafür zahlen, auf dieses Material zuzugreifen, ist das eigentlich ein kommerzieller Zweck. Weil das Geld ja unmittelbar in die Universität fließt. Also wenn sich die Universität und sozusagen Studienbeiträge herkömmliche fallen noch nicht rein. Ja, das ist keine ausreichende Summe sozusagen. Eben, Donau-Uni, da kann es schon mal in ein paar tausend Euro gehen. Ne? Wenn man dort einen Master machen möchte, da wird es dann schwierig sein, den nicht kommerziellen Zweck zu rechtfertigen, weil das einfach ganz andere Summen sind. Die Uni Graz hat ja selbst eigentlich einen Zweig, der Master zu horrenden Summen anbietet. Dieses Uni for Life oder Uni for Life, ja. In welchem Bereich fällt das rein? Uni for Life wäre in dem Fall eigentlich eindeutiger kommerzieller Zweck, weil Uni for Life ja auch tatsächlich eine Firma ist. Die ist zwar von der Universität Graz ursprünglich gegründet worden, aber zählt definitiv nicht als Universität. Mhm. Aber die Gemeinnützigkeit spielt da keine Rolle, oder? Weil Urania ist ja kein Verein, der auf Profit ausgerichtet ist. Da geht es wirklich um die Organisationsform sozusagen. Beispiel noch. Ja? Ich hätte noch so einen zweiten Punkt der Frage. Was ist jetzt, wenn ich in einer didaktischen Vorlesung bin, in der Schulbuch an der Uni? Genau, das ist tatsächlich problematisch. Sie dürfen also auch an der Universität kein Schulbuch hochladen. Das dürfen Sie nicht. Das heißt, ich darf es eigentlich. Ja? Eigentlich weil
Auch wenn das gilt, gilt dennoch, das gilt nicht für Werke, die zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind. Das heißt, auch wenn Sie an der Universität sozusagen Ihre Lehre machen, aber das Buch ist grundsätzlich für den Schul- und Unterrichtsgebrauch und nicht für die Lehre produziert worden und deswegen dürfen Sie es auch nicht verwenden, also nicht auf diese Weise. Das ist tatsächlich ein Problem, das man zum Beispiel in der Fremdsprachenausbildung und so weiter hat, dass man eigentlich nicht mit Werken, also mit designierten Schulbüchern auch an der Universität arbeiten darf. Ja? Weil die Schulbücher davon ausgenommen sind. Außer also das ist Creative Commons, oder? Klar, wenn es unter Creative Commons steht, sowieso, das ist dann eine eigene Lizenzierungsform. Darf man es verbreiten, also darf man herauskopieren? Nein, leider nicht, denn auch da, auch das Vervielfältigen und Verbreiten gilt nicht für Schulbücher. Mhm. Also da haben wir tatsächlich das Problem, dass sozusagen sich das gegenseitig beißt. Ja? Wie schaut es in der Forschung aus? Die meisten oder viele von uns arbeiten ja auch an kollaborativen Forschungsprojekten zum Beispiel. Ne? Und wenn man an kollaborativen Projekten arbeitet, Projektanträge schreibt etc., kommt man bisweilen in die Verlegenheit, dass man Texte mit Kolleginnen und Kollegen austauscht. Wie schaut man da aus? Grundsätzlich zulässig ist, veröffentlichte Teile eines Werkes ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen, für deren eigene wissenschaftliche Forschung öffentlich zugänglich zu machen, soweit es zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. Das klingt alles miteinander ganz toll, ne? Also ähnlich wie das, was wir vorher gelesen haben, auch für die Forschung. Einziges Problem ist, es ist leider deutsches Urheberrecht und nicht österreichisches. Das ist nämlich § 52a Absatz 2. Und das österreichische Urheberrecht hat das getan, was es meistens tut, nämlich mit, in dem Fall waren es 5 Jahre Verspätung, glaube ich, 4 Jahre Verspätung, den Urheberrechtsparagraphen, was die Lehre betrifft, von Deutschland aufzuschreiben, bis hin zu genauem Wortlaut. Blöderweise hat man allerdings den zweiten Absatz vergessen. Das heißt, das hier gibt es nicht im österreichischen Urheberrecht. Ja? Und das heißt, Sie können zwar in der Lehre, wie gesagt, jetzt Gott sei Dank, und man soll ja nicht meckern, ja? Sie können in der Lehre jetzt also tatsächlich Dinge zur Verfügung stellen, auch urheberrechtlich geschütztes Material. Wenn man allerdings, also jetzt gut, im Fall von Patrick Saale zum Beispiel bei uns, ne, der ja überall geteilt wird von uns, ist das jetzt nicht so das Problem, weil uns das hoffentlich erlaubt hat, aber streng genommen, wenn Sie urheberrechtlich geschützte Artikel haben, dann dürfen Sie die nicht anderen Kolleginnen und Kollegen für ihre wissenschaftliche Forschung zur Verfügung stellen. Das wäre nämlich kein privater Gebrauch, es sei denn, Sie kennen Ihre Kolleginnen sehr gut. Also wenn Sie mit Ihrer Kollegin verheiratet sind, geht es wahrscheinlich. Sonst wird es eher schwierig. Ja? Weil ein Kreis von Kolleginnen und Kollegen öffentlich ist und öffentlich zur Verfügung stellen, dürfen Sie nicht. Ja? Einziger Backdoor sozusagen ist das Zitat. Das Zitat ist nämlich auch nichts anderes als eine freie Werknutzung. Ja? Zitat kennen wir alle natürlich aus unserem wissenschaftlichen Alltag, eh klar, dass es auch ein urheberrechtlicher Bestand ist sozusagen, ist kaum jemandem bewusst, ist aber so. Ja? Denn wenn Sie jemanden zitieren, dann verwenden Sie ein fremdes Werk und schreiben einen anderen Namen drunter. Das ist grundsätzlich schön. Der Gesetzgeber hat auch vorgesehen, dass diese wissenschaftliche Arbeitsweise sich auch im Gesetz niederschlägt. Das heißt, dass Sie das auch tatsächlich dürfen. Ja? Sie dürfen also alle möglichen Dinge tun. Im Wesentlichen, auch das ist wieder zum Nachlesen, geht es darum, Sie dürfen einzelne Werke nach ihrem Erscheinen in ein die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk aufnehmen, und zwar zur Erläuterung des Inhalts. Was heißt das? Das ist eben genau das, die Art und Weise, wie wir eben Zitate auch in der wissenschaftlichen Arbeitsweise verwenden. Wenn Sie das Zitat wegnehmen, muss das, was übrig ist, noch immer die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk darstellen. Das heißt, Sie können nicht nur fremde Werke aneinander reihen und gut ist. Ja? Das würde das Zitat sprengen. Das heißt, Sie würden kein Zitatrecht mehr für sich in Anspruch nehmen können. Natürlich können Sie allerdings in Ihrem Werk auf fremde Werke sozusagen referenzieren, um ihren Inhalt zu erläutern, solange sie eben selber noch ein wissenschaftliches Werk generieren. Das ist der Rahmen, den der Gesetzgeber für Zitate vorsieht.
Und der Gesetzgeber sieht auch vor, was ein Zitat enthalten muss, nämlich, und das führt uns wieder zurück zu den ganz am Anfang genannten Persönlichkeitsrechten des Urhebers, den Namen und die Urheberbezeichnung, also Name und Titel des Werkes, sowie den Ort, also die entnommene Stelle, die dann leicht aufgefunden werden können muss. Das ist zum Beispiel etwas, und das ist gar nicht so unproblematisch, das bei manch einem Journal nicht der Fall ist. Es gibt durchaus Zeitschriften, die bereiten nicht so streng sein mit ihren Zitiervorgaben, wie es der Gesetzgeber ist. Und streng genommen müsste man dem Journal dann erklären, dass man die Angaben halt leider einfach machen muss. Ja? Also auch die Seite zum Beispiel hinschreiben. Das ist dann Theorie und Praxis sozusagen. Ja? Also entspricht, wie gesagt, der wissenschaftlichen Arbeitsweise, und das ist das, was tatsächlich der Gesetzgeber vorsieht an Informationen zu einem Zitat. Und warum sollte man das Ganze tun? Weil eine Urheberrechtsverletzung gewisse Konsequenzen nach sich zieht. Zivilrechtlich, das heißt also, wenn Sie gegen eine andere Person prozessieren, also zwei Privatpersonen miteinander im Clinch liegen, ist das nicht so dramatisch üblicherweise. Im schlimmsten Fall gibt es Schadensersatz und angemessenes Entgelt. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, und natürlich Unterlassung. Also Sie müssen dann zum Beispiel den Link entfernen oder ähnliches. Ja. Was ist ein angemessenes Entgelt? Angemessenes Entgelt richtet sich sozusagen dann in dem Fall nach dem handelsüblichen Preis mehr oder minder. Also wenn der zum Beispiel sagen kann, Moment, Sie haben Zugang zu einem bestimmten Artikel von mir ermöglicht, der eigentlich urheberrechtlich geschützt ist, und normalerweise zahlen die Leute 10 Euro, wenn sie den Artikel anschauen wollen, dann kann man passieren sozusagen, dass ausgewertet wird oder versucht wird auszuwerten, wie viele Personen diesen Link über ihre Seite sozusagen aufgerufen haben, und dann wird zur Kasse gebeten. Das fällt dann eher unter Schadensersatz. Schwierig wird es bei kommerzieller Nutzung, da ist dann Schluss mit lustig sozusagen. Das heißt, wenn Sie tatsächlich fremde Werke kommerziell nutzen, dann wird das Ganze zu einem strafrechtlichen Tatbestand. Das heißt, dann müssen Sie gegen die Republik prozessieren, ja, weil ein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Und da sind wir dann bei Freiheitsstrafen von bis zu 6 Monaten bzw. 360 Tagessätzen. Also 360 Tagessätzen an Ihrem Grundeinkommen sozusagen. Ja. Das wird dann schon recht heftig. Abgesehen davon, dass es natürlich dienstrechtliche Konsequenzen haben kann, von Verwarnungen bis hin zu Kündigungen. Ja? Wenn der Dienstgeber der Ansicht ist, dass man sich sozusagen in irgendeiner Form absichtlich rechtswidrig verhalten hat. Ja? Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich mit dem Urheberrecht ein wenig zu beschäftigen, denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wie es so schön heißt. Und ich würde an dieser Stelle jetzt endgültig einmal stoppen. Es gibt dann in den Folien, die wie gesagt dann eh noch hochgeladen werden, auch noch einen kleinen Exkurs zu Digitalisaten und Lichtbildern, weil das auch etwas ist, mit dem wir immer wieder zu tun haben, beziehungsweise zu anderen Rechtsbereichen, die bei Internetpublikationen relevant sind, und auch zu den verwaisten Werken. Also es gibt einen Anhang, der so ein paar Seiten noch hat, wo Sie einfach nachlesen können, mit was wir sonst noch häufig konfrontiert sind. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich sowieso jederzeit an mich wenden, das ist eh selbstverständlich. Und ansonsten gibt es eben auch ein paar Links, wo Sie selber noch Dinge nachlesen können. Ja, ich hoffe, es hat gereicht, um zumindest einmal einen Überblick zu kriegen, welche Begriffe relevant sind und beziehungsweise welche Schlupflöcher es gibt für uns. Was heißt Schlupflöcher? Was wir dürfen und was wir nicht dürfen, sagen wir mal so. Und ansonsten stehe ich natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung.